gute Nachbarschaft ist wichtig, weil es den sozialen Zusammenhalt fördert. Es kann auch Vandalismus oder Kriminalität erschweren. Und es entstehen natürlich gute freundschaftliche Beziehungen, die für die Menschen auch wichtig sind. Für das habe ich 5 gute Tipps. Die Leute willkommen heißen ist sicher eine ganz gute Grundlage für eine gute Nachbarschaft. Sei es im Arbeitsgebiet oder auch in einer Siedlung, überhaupt in einer Nachbarschaft. Sich gegenseitig helfen ist immer eine gute Grundlage auch für eine gute Nachbarschaft. Reibereien kann es natürlich auch immer geben in einer guten Nachbarschaft. Dann ist es wichtig, dass man das anspricht, vielleicht auch dann ruhig, wenn der Ärger schon vorbei ist, aber dass man sich auch entschuldigen kann, wenn man mal über die Schnur gehauen hat. Dann etwas unternehmen miteinander ist immer ganz gut für eine gute Nachbarschaft. Man lernt sich kennen, neue Leute können dazukommen oder den Tag der Nachbarn nutzen als einen Tag, einen nationalen Tag, den man gemeinsam feiert. Dann aufmerksam sein in der Nachbarschaft, schauen, wie geht es einem, vielleicht auch mal etwas Kleines schenken, vielleicht kommt man etwas geschenkt über. Es war in der Zivilisationsgeschichte immer auch schon wichtig, dass man sich Geschenke macht, dass man Gaben austauscht. Und man könnte sich vornehmen für nächste Woche ein Versprechen, ich mache am Nachbarn ein kleines Geschenk.